Maupa Cedric Marke wurde 1965 in Südafrika geboren. Bekannt wurde er auch als Wemapan Killer. Die Mordserie begann im April 1996. Die Behörden glaubten jedoch aufgrund der verschiedenen Mordwaffen und Opfer an zwei verschiedene Serienmörder. Die ersten Opfer waren Männer und Frauen, welche allein unterwegs waren. Sie wurden mit großen Steinen erschlagen. Andere Opfer waren Paare, welche in ihren Autos angegriffen wurden. Der Mann wurde dabei erschossen und die Frau vergewaltigt. Andere Opfer waren Verkäufer, welche in ihren Geschäften mit einem Hammer erschlagen wurden. Eine Unterschrift über eine besondere Form der Ratenzahlung führte die Behörden schließlich auf Marques Spur, der bereits für andere Morde in Verdacht stand. Im Dezember 1997 wurde Marke als Verdächtiger festgenommen. Er gestand sofort. Marke wurde schließlich wegen 36 Morden, 28 versuchten Morden, 15 Vergewaltigungen, 46 Fällen von Raub und anderen Delikten zu 27 lebenslangen Haftstrafen und nochmal 1159 Jahren Haft verurteilt. Er wird das Gefängnis nie wieder verlassen.